good you're a barista. Why don't you guys just get 4G phones? Why don't you just get a 4G phone? Speaking of which, so I know we have Mocha, please. Pretty thin, huh? Yeah, it's a Galaxy S2. His phone is amazing. The Galaxy S2 from Samsung. That's old school. Classic. Yeah, this is kind of retro thing, which I like. Yeah. Jetzt sind wir wieder zurück. Ich habe heute die Wahl zum Dorfdeppen gewonnen. Heute wird nämlich in Stuttgart gewählt. Ja. Der Volksentscheid zum S21, also S steht für Sex, also Sex ab 21. Darüber wird entschieden. Nee, wie sind wir da? Ich habe gerade gesehen den Northstar-Trailer und ihr habt dort auch bestimmt den Dancefloor-Bereich gesehen. Also jetzt wisst ihr, wo ihr mich finden werdet. Auf dem Dancefloor-Bereich. Dort nicht. Und auf dem Klo bei der Kloputze. Ich bin auf der Bühne, ganz klar. Ja, wir sind mit auf der Kevin Bühne. Und so. Ja, im Finale ums Preisgeld dann. Ja. Ja, also NorthCon, es rückt immer näher, das größte LAN-Event in Deutschland. Auch Reality Online wird natürlich vertreten sein. Ihr erkennt uns an den coolen Clan-T-Shirts. Ja. Außerdem erkennt ihr uns an der abnormal guten Stimmung, die es da geben wird. Ja, und es werden natürlich, wie schon angekündigt, Live-Bilder übertragen und Matches gecastet. Ja, ich werde selbst spielen, kann also nicht casten. So sieht's aus. Och man, das kann ja nur schlecht für uns ausgehen am Ende. Ach, du bist ein Arsch. Nee, wie gesagt, also alles weitere zur NorthCon werdet ihr, ich denke mal, in der kommenden Woche werden wir mit der Coverage anfangen, euch schon mal alle Infos zu geben, wann wir da sind, wo wir sitzen und alles, pipapo, was die NorthCon eigentlich ist. Wir werden nächste Woche auf jeden Fall die Live-Coverage eröffnen und da euch redaktionell unter die Arme greifen und euch das von das eine oder andere berichten. Und ich werde jetzt, soweit ich weiß, auch dort sein. Ich werde von Berlin aus mit dem Taxi rüber steppen und mal Reality Online unter dem Arm greifen, denn ohne mich sind sie am Ende aufgeschmissen. Das sagt nur Party. Nein, so ist es natürlich nicht. Nee. Jede Kraft wird natürlich gebraucht. Und falls ihr euch da mit uns unterhalten wollt, natürlich werdet ihr dann wissen, wo wir sitzen, könnt ihr vorbeikommen, uns über die Schultern gucken, mit uns labern. Uns anfassen, uns bestreicheln, uns das dürft ihr nur bei Party. Ja, und wir brauchen auf jeden Fall, bewerbt euch jetzt, wir brauchen auf jeden Fall, der sich ums Kaffee, um den Kaffee kümmert, ja. Wir brauchen ein paar Muttis. Also, liebe Freunde da draußen, wenn ihr ein paar Muttis zur Verfügung habt, schickt sie uns zu an die folgende Adresse. Wir werden sie vielleicht einblenden. Nee, so ist es nicht. Ich freue mich auf jeden Fall. Und wie gesagt, vielleicht können wir auch zum neuen Jahr oder wenn es schon geht im Dezember euch die drei bzw. zwei neue Caster vorstellen, die das Programm hier auf Reality TV demnächst fahren werden. Wie gesagt, lasst euch überraschen. Ich sag jetzt keine Kommentare mehr dazu. Oh. Und es wird schon wieder gemunkelt, ja. Und diese Munkelei, die geht mir auf den Eierstock. Auf dem Senkel. Aber dazu haben wir im Forum die Gerüchteküche, die ja hier eröffnet wurde. Da könnt ihr natürlich auch posten. Und wir haben noch eine Neuerung und diesmal aber im CSS-Team. Der Sascha wird inaktiv gehen, da er aus privaten Gründen nicht mehr so viel Zeit hat fürs Zocken. Dafür haben wir aber einen sehr prominenten Neuzugang. Nennt sich zurzeit super süßer TS-User 23, ist aber auch bekannt unter Julesen. Man hat schon die ein oder andere EPS-Season hinter sich, war unter anderem bei Solstice und ist jetzt bei uns Reality Online im Lineup und wird heute auch so schon seine Premiere feiern. Ja, der wird heute direkt am Start gehen. Falls 1.6 dann noch spielen sollte, wir werden mit dem zweiten Ohr auf jeden Fall auch im Source-Bereich
drauf sein und euch vielleicht da euch auf den Laufenden halten, aber ich gehe nicht davon aus, dass wir hier ein langes Match sehen werden. Von daher kann man vielleicht ja noch rüber switchen. Ja, mal gucken. Also das steht noch nicht fest, aber ich bitte euch, ihr könnt jetzt noch die Tipps abgeben zum Spieltag. Und zwar hat mich schon über Steam der Dargi aus dem StarCraft 2 und aus dem 1.6 Rookie-Bereich angeschrieben und meint ein 16:9 für Riot Online. Hat er mir auch schon verkündet. Ja. Auch die weiteren Tipps könnt ihr natürlich gerne wieder in Facebook posten. Wir freuen uns auf, die vorzulesen und natürlich das ein oder andere Goodie vielleicht rauszuhauen, wenn einer richtig liegt. Ja, da hat's schon, es gibt schon welche Tipps, und zwar von Hypox. Im Reel heißt er Michael und er schreibt, er schrieb 16:13 für die Jungs von Riot Online und der Tobias Bernschütz GG Reality Online. Das ist doch eine Aussage. Also der sagt so null wahrscheinlich. Ja. Dann machen wir doch mal weiter und sagen, Paddy, was sagst du? Also ich sage, ich gehe davon aus, wie gesagt, ich habe jetzt sehr oft auf Inferno Server gespielt, die Streamhack von Freitag bis Samstag verfolgt. Inferno ist nicht das, was es mal war, also eine CT-Map. Ich gehe davon aus, dass es ein sehr spannendes und enges Match wird. Die Jungs von Versus Pro sind, denke ich mal, sehr professionell und gut vorbereitet. Die haben auch eine schöne Homepage, kann man mal ein Lob abgeben. Aber ich denke mal, wenn Red Online gewinnen sollte, ein 16:14. Oh, Party will wieder ein Krimi haben wie letztes Mal. Baron, was sagst du denn? 16:4. 16:4, ich gehe mal davon stark aus, dass es natürlich für uns ist. Ja, natürlich. Na gut, da ich jetzt DE Inferno sehr, sehr, sehr CT-lastig sehe, auf 1:6 noch, sage ich, wenn man auf CT startet, wird es ein 16:9. Ansonsten, ja, wird's eine enge Kiste. So. Aber ich sag 16:9. Wir müssen auf die Zeittube drücken. Es ist 1:20. Und ich habe noch Tipps reinbekommen. Der Cubix aus dem League of Legends Bereich schreibt ganz klar 16:12 für Rio. Sascha Oesele, unser Silber, der Mann aus der Technik, schreibt, Roy Online gewinnt das Ding 16:2. Frax aus dem FIFA-Bereich, der will er angeben, 16:0 Reality Online, easy. Trollololololol. Grüße nach Berlin-Lichtenberg. Und ich bin schon auf HLTV, heißt das? Ich bin auch schon drauf, genau. Sehr schön. Ich erwarte heute ein paar schöne AWP-Actions von Amigo. Ja. Ich schau mal gucken, was ihr in den Comments abgibt. Der Jonas Englisch, gut, der schreibt, ich brauche TS-Rechte. Marcel Hilmer, unser Railroad-Boy aus dem Rheinischen, schreibt, auf geht's Rio, kämpfen und siegen. Gerhard alias X-Face wünscht euch viel Glück, liebes 1.6-Team. Und der Fail, apropos Fail, ja, da kann ich auch noch was dazu sagen, unser eigentlicher Gründer von Y Online ist wieder back in the business. Und dem werden wir euch in den nächsten Tagen auch mal, denke ich mal, vorstellen müssen, denn nach 8 Monaten weiß man nicht mehr, wer er ist. Ja, und demnächst muss es auch noch ein Acton-Interview geben von unserem Acton-Sportswear-Ausrüster. Da gibt es auch noch ein Interview, demnächst alles in live. Und sonst gibt es ja nichts Neues in den Comments. Wie sieht's aus? Sind schon alle Spiele auf dem Server, liebe Sascha, lieber Sascha und Baron? Nein, ist noch nicht soweit. Geht's noch nicht los, können wir noch ein bisschen quatschen, Mann? Doch, jetzt sind glaube ich alle drauf. Ja, alle drauf, aber wird noch kein Gold. Wird noch Warm-up, also erstmal noch cool. Okay. Die MP hast du ja auch noch auf Toilette. Jo. Und was ich saugeil hier finde, wieder die Mitte, die ist so breit und alles, ne? Man ist nicht so eingeengt wie in TSS. Liebe Regie, kannst du mal Crosshair auf Blau stellen? Ja, damit man es vielleicht besser sehen. Ich bin nämlich wieder auf dem Livestream und ich sehe das Cross ja nicht. Wie gesagt, falls ihr Tipps habt, wie wir es hier am besten casten können im 1.6 Bereich oder auch Source, ihr geht einfach ins Forum auf rightonline.eu. Da findet ihr ein Thema, das nennt sich Reality TV, und macht einfach einen neuen Thread auf mit dem Namen, Vorschläge für den 1.6 Cast, und dann eure Settings reinkloppen, und dann können wir diese Settings auch vielleicht machen.
Demnächst wird es auch noch angefertigte HD-Formels geben, damit ihr besser seht, wer da eigentlich spielt. Blau gegen Rot am Ende. Ein bisschen was, das Ganze übersichtlicher zu machen. So. So, jetzt sind auch alle auf dem Server. Ja. Dann würde ich mal sagen, ich bin ab an die beiden Kommentatoren für heute. Ist das der Sesh und der Baron? Das Spiel wird euch live präsentiert von Action Sports, unseren Sportswear-Ausrüster. Schönen Abend. So sieht's aus. Erster Advent. Grüße nach die gesamte Republik und auf geht's jetzt. Reality Online gegen Versus Pro. Ja, und jetzt check ich erstmal aus. Baron oder Baron oder Baron oder Baron. Der Baron. Baron von Zwiebelschreck. So sieht's aus. Und ja, ich freue mich schon auf das Match, muss ich sagen. Ja. Auch der Peter heißt jetzt Peter. Ja. PR und der jetzt. Der alte Peter. Ja, jetzt warten wir erstmal auf die Restarts und dann freue ich mich auf ein paar Köpfe, die wollen. Und gibt's eine Knife Round? Ja, weil auf der LAN gab's keine, ne? Nee, Knife Round gibt's nicht, ne? Doch, Knife Round gibt es. Ach, gibt's noch? Oh, was? Ja. Du musst... Ich dachte, Patty kennt sich so gut in IDEX aus, aber. Ich dachte, ich hatte hier beim LAN. Ja, aber auf der Dreamhack gab's wirklich keine Knife Round. Nee, das war nee, beim Dreamhack nicht, ne? Da wurden halt, die zwei Team-Captains entscheiden die Maps. Und der halt die erste Map pickt. Je nachdem dürfen sich dann nicht in die Seite auswählen. Also wenn jetzt Mousebots Info gepickt hat, durfte ich zum Beispiel ESC die Seite auswählen, wo sie anfangen. Ah, okay. Ja gut. Und wir, es ist jetzt die Knife Round hier, wie ich sehe. Ja. Man trifft sie auch hier in der Mitte. Ja. Auf Palo achten. Oh, und da gibt's schon den ersten Knife Headshot. Ja. Was gibt es? Direkt ins Auge. Was gibt es hier? Ja, ist ganz seltsam. Aber okay. Und Rai Online direkt mit einem Mann weniger in der Knife Round. Jetzt geht's hier weiter und der nächste Ink. Wieder ein Knife Headshot, ja? Die gehen ja richtig in die Nasenlöcher. So. Pardon kann jetzt nur einen machen. Kann den beiden machen. Ah, jetzt Pardo LMS. Haben alle Stiche. Nein, TPN hat 100 HP. Nee, bei mir ist der Kapitän Fletcher. Oh, jetzt auch, okay. Haben alle einen Stich. Gucken. Pardo hat noch 100. Geht auf jetzt den ist er aber eingekesselt. Ja, dürfte nichts anbrennen. Das ist jetzt. Das ist verloren. Oder? So. Nein. Boah, Pardo, was ist bei ihm los? Ja, er läuft einfach amok. Er macht einfach das Ace mit dem Knife. Pardo rastet vollkommen aus. Alter Schwede. Okay, das sieht man nicht oft. Aber krasse Action hier von ihm. Und so, jetzt bin ich auf die Online. Starte, da ist CT. Bitte, ja. Ja. Ich bin ganz gespannt, wie sich bei Online aufbauen wird. Baron, was meinst du? Zwei B. Amigo und. Ne, Rinat Peter Klein. Okay. Ja. Okay, also man spielt 3-2, das ist schon ja, mal. Ja, sie checken so. Direkt die Mitte ab. Und die T's checken erstmal hier ein bisschen aus. Die hängen alle an den T-Steps. Das wird auf jeden Fall ein Klein-Go. Einer wird jetzt da falsche Mitte Teppich faken. Okay. Und der Rest wird unten T-Schreie gammeln und dann bei Contact auf Banane hochgehen. Also vermute ich jetzt mal. Wäscheleine Flash? Banane Flash? So, jetzt gibt's den Go. So, und gucken, die entscheidenden Leute werden hier. Da wurde Peter gesehen, und. Doch, ja, Peter geht down. First Track hier von Ekid und jetzt sind sie auf dem Kleinen drauf. Rinat darf jetzt nicht überstürmen. Rinat nicht fallen, ja. Fällt jetzt aber. Ah, oh, das ist natürlich bitter für LT. Ja. So, und jetzt hat auch noch. Marco hat nur noch 20 HP, kann jetzt aber den Headshot durch die Kiste setzen, den zweiten, wunderschön! 2-on-2, jetzt kommt's auf Migo an. Oh, und jetzt fällt Marco hier einfach nur um. Ja, okay. So, und auch Ekid noch mit dem letzten an Amigo. Der Retake scheitert und First Round geht dann versus Pro. Ja, was war der Fehler? Dass Peter hätte vielleicht einen Frag ziehen müssen. Das wäre optimal gewesen und Rinat hätte nicht einfach so stumpf drauflaufen sollen. Alter, ja, Rinat musste. Also, aus der Sourcener Sicht hätte Rinat einfach auf seine Mates warten müssen, dann zusammen den Retake ansetzen. Ja, richtig. Boah, und da wird Mitte runtergepusht und Profex geht jetzt auch down, kann zwar noch einen machen, dann wird sofort gereflekt vom Pardo. Ja, die Runde kann auf jeden Fall noch geholt werden. Ja, so, und Marco Waffen. Mit dem nächsten. Zwei Waffen aufs Spiel genommen, man hat auch die AK. Sie wissen auch jetzt schon, was abgeht. So, man hat sofort gereadet.
Okay, es geht auf ein großes Überhaus und jetzt ist man drauf, Bombe wird